Ja, genau. Ich schulde euch, glaube ich, noch eine Referenzlinie. Ja? Okay, das ist dann Referenzlinie 3. Die ersten zwei, an die könnt ihr euch bestimmt noch erinnern. Und jetzt haben wir hier der erste Stoß, der mit dieser Referenzlinie zusammenhängt, wird also die Kugel genau in der Mitte platziert. Die weiße liegt dann eigentlich, also ich nenne diese Referenzlinie auch 45 Grad Referenzlinie, ja, oder auch 135 Grad, je nachdem, wo man die Grad ansetzt. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel von Mitte Kugel auf diese Ecke hier geht vor dem Diamanten, dann hätte man ja genau 45 Grad, wenn man das als Quadrat nimmt, beziehungsweise 135 von dort aus gesehen oder von hier 45, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier parallel gehe, ein wenig auf die Geisterkugel, ja, um die Kugel hier in die Mitte zu spielen, dann kann ich etwa den Diamant benutzen, dann habe ich in etwa die Parallele, sodass ich hier einen 45-Grad-Winkel etwa erhalte. So, und die Frage ist jetzt, wenn ich die hier mit natürlichem Lauf in die Mitte spiele, wo geht die Weiße von alleine hin? Das ist die Frage. Und da habe ich schon also Versionen gesehen. Einige sind der Ansicht, sie verhält sich gemäß der Tangente. Andere sind der Ansicht, sie geht vielleicht in die Tasche. Und dazwischen gibt es natürlich auch die meisten Ansichten, dass sie da irgendwo an die Bande geht. Naja, wir probieren es einfach mal aus. Spielen die eins an. Also die Weiße etwa. Ich lege sie extra an die Bande, dass ich also keine Fehler oder irgendwas oder Tief oder irgendwas geben kann und spiele die einfach mal in die Mitteltasche. Und dann sehen wir, sie läuft in etwa hier, hat sie knapp hinter dem Diamant gekommen. Und wenn ich die Mitte der Tasche tatsächlich nehme, denn ich glaube, ich habe hier die Tasche ein bisschen ausgenutzt auf der rechten Seite, dann läuft die auch ziemlich genau auf den Diamanten drauf. Noch einmal. Genau, ne? Einmal haben wir es kurz dahinter gehabt, einmal kurz davor. Je nachdem, wie ich die Tasche ausnutze, nehme ich genau die Mitte, ist es auch ziemlich genau der Diamant. So, was fangen wir mit dieser Information an? Wir wissen auf jeden Fall, wir entnehmen daraus, dass bei halber Tischlänge von hier bis hier haben wir also von der Tangente, die ja hier verläuft, ja, dass wir von dieser Tangente ein Diamant Abweichung haben auf halber Tischlänge. Damit können wir einiges anfangen. Zum Beispiel, logischerweise, wenn also die Kugel jetzt zum Beispiel hier liegen würde, ein Diamant weiter vor der Tasche, dann wären die 45 Grad, kämen ja dann von hier aus. Dann wüssten wir, aha, von hier, wenn ich nichts mache, von ganz alleine, das hat jeder schon erlebt, dann ist höchste Gefahr, dass die Weiße also in die Tasche fällt. Und darüber hinaus kann man natürlich sagen, was ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel die Kugel hier liegt an der Bande? Wir können diese Erkenntnis natürlich noch ein bisschen weiter verwenden. Nehmen wir an, sie genau an dem Diamant. Ist mein 45-Grad-Winkel? Der wäre ja dann, wenn ich wieder hier ein Quadrat mir suche und die Diagonale nehme, dann müsste ich in etwa hier von der Innenkante kommen, vor dem Diamant. Wenn die Weiße irgendwo auf dieser Linie liegt, dann habe ich ja hier meine 45 Grad. Und dann bedeutet das, wenn ich die Kugel reinspiele, ohne irgendeine Fehler oder sonst was zu geben, dann habe ich auf die halbe Tischlänge von dieser Tangente ein Diamantabweichung. Das heißt, die müsste dann eigentlich hier auf den Diamanten gehen, auf den ersten etwa. So. Sehr genau sogar. Ja. Kleine Abweichungen von der Kugelbreite rechts oder links davon sind möglich, je nachdem, wie man auch die Tasche ausnutzt. Ja. Das bedeutet auf der anderen Seite, wenn die Kugel zum Beispiel hier liegt und die Weiße käme dann von hier, dass hier dann wieder natürlich die Gefahr besteht, dass die Weiße in der Tasche verschwindet. Ne? Genau. Und wo kann man das noch verwenden? Zum Beispiel, Objektkugel liegt hier.
Meine 45 Grad kommen ja dann wieder von hier etwa. Innenkante vor dem Diamant. Das bedeutet, nehmen wir an, ihr habt eine Situation wie diese. Da, da. Und ihr braucht eine Position auf die 8, die hier liegt. Natürlich, wenn man sich nicht sicher ist, kann man jetzt tief links irgendwie was spielen. Ja, vielleicht ist auch der Weg blockiert. Aber hier wissen wir doch eigentlich, wenn ich die reinspiele, die Tangente zeigt hierher und auf eine halbe Tischlänge habe ich ein Diamant Abweichung, dann müsste die ja genau hier durchlaufen, sodass also keine Gefahr besteht. Ich darf bloß nicht zu fest spielen, sonst geht sie womöglich in die Tasche. Schauen wir uns das also nochmal an. Keine Fee, nichts. Und ich weiß, wo die Weise von alleine hingeht, da komme ich durch. Jetzt bin ich hier ein bisschen von dem Diamant abgewichen, was natürlich davon abhängt, auch ob ich Kugel oder Bande zuerst treffe. Das müsst ihr zu Hause selbst auch mal probieren. Es ist immer eine große Macht, wenn man natürlich weiß, wo geht die Weise von alleine hin. Hier haben wir es genau. Ne? Wie gesagt, nicht zu fest, sonst geht es ja womöglich noch ab. Ne? Und das ist natürlich, wenn ich weiß, wo die Weise von alleine hingeht, dann weiß ich natürlich auch, wenn zum Beispiel der Weg blockiert ist, weiß ich natürlich, okay, ein klitzekleines bisschen Effet und ich könnte sogar noch hier durchkommen oder hier, wenn ich dann Konter-Effet gebe. Und erst dann weiß ich auch, wie viel Effet ich geben muss. Dafür sind Referenzlinien da. Und übrigens, auch wenn diese 45 Grad nicht hundertprozentig gegeben sind und es weicht ein bisschen ab, ist ein bisschen flacher der Winkel oder auch nicht, dann kann man das immer noch sehr gut einschätzen. Wenn wir hier von dem Ausgangspunkt ausgehen, wissen wir natürlich, je dünner der Ball wird, umso näher geht das dann wieder zur Tangente. Und je weiter ich hier rauskomme, umso mehr Kreuz ist hier die Abweichung wieder. Ja? Und dasselbe übertragen auch auf die anderen Situationen. Das heißt, habe ich eine Referenzlinie, kann ich die anderen auch besser einschätzen. Ne? Hier mehr läuft natürlich weiter runter, dünner, kommt dann wiederum näher an die Tangente. Das ist das, was ich Referenzlinie 3 nenne. Okay, und jetzt kann ich, glaube ich, noch ein bisschen weiterspielen.